Die Meinungsblogger über Dude mit Maske. Also Dude mit Maske wird auf jeden Fall auseinandergenommen von Unholy, was sehr gut ist. In 8 Minuten. Wild. Natürlich ein 8 Minuten Video gibt besseres Geld. So muss es sein. Jo, Leute, Hallo, heute ich hab geht's. dich weggedrückt. Unholy, ich hab dich weggedrückt. Bitte sei doch einfach mal so ehrlich und geh weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir zum Beispiel dieser Teil hier, ne? Von hier bis hier einfach gefühlt nix. So, da ist einfach nix. Da ist einfach nichts, da will nichts, da will nichts wachsen. Und solange das ist, da kann ich, da brauche ich gar nichts machen. Ja, da lasse ich es einfach. Mal wieder los mit einer überkrassen Analyse von Dude Ja, mit Lina, Maske. schäm dich. Tagesenergie für heute verbraucht, ey. Nach Okay. nur 2 Wochen, wo die Analyse auch schon offline ist, weil ich einfach aktuell viel Stress habe, wie man vielleicht in meinem letzten Ja, Video ein Party, ich bisschen hätte gemerkt auch Bock hat und ich gehabt. einfach gemerkt habe, dass ich auch verdammt langsam bin, bin ich Zwei nun dazu Chatterlein. gekommen, das Video über den Fashion-YouTuber unserer Szene zu produzieren. Zu Beginn gleich mal die Information, es haben diesmal leider nur 8 Meinungsblogger teilgenommen, so wenig wie noch nie. Aber es haben trotzdem tatsächlich Ey, 63 Zuschauer teilgenommen. mir wurde, glaube ich, wurde mir irgendwas geschickt. Ich weiß nicht, ob mir überhaupt irgendwas geschickt wurde. Hat mir Unholy eine Umfrage geschickt? Das ist jetzt hier die große Frage. Weil ich habe keine Umfrage erhalten. Ich habe zu Dude mit Maske, glaube ich, keine Umfrage erhalten. Das ist ehrenlos. Ich muss Real Talk jetzt sagen, das ist ehrenlos, liebe Freunde. Das macht man nicht. Teilgenommen. Einfach so viele wie noch nie. Und da liegt auch der Punkt bei Dude Roman mit Maske, Ehrenmann. eine überkrasse Community. Kommen wir aber ohne große Umschweife zu den Fragen. Kennst du Dude mit Maske? Schaust du ihn aktiv? Schaust du ihn mehr auf YouTube Patrick, oder moin. Twitch? Wie findest du ihn? Wie findest du seine Entwicklung? Schlecht, Findest du alles Videos schlecht. entstehen oder... Alles schlecht. Typ mit Maske hat übrigens auch geäußert, dass, also hatte ja auch schon im Stream öffentlich auch schon kommuniziert, dementsprechend kann ich das ja auch so raushauen, dass er irgendwie YouTube nicht mehr so fühlt und eher auf Twitch wechseln will. Ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Zeit lang habe ich es verstanden, aber mittlerweile macht mir YouTube halt auch sehr viel Spaß. Ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon gekauft, das ist übrigens so ein Ansteckmikrofon. Das hat, Alter, wirklich. Ich hab mir eins bestellt. Baku, ne? Baku hat mir das empfohlen. Da habe ich mir ein Set bestellt, da war kein Mikrofon dabei. Und das hat 208 € gekostet. Jetzt habe ich mir eins gekauft mit Mikrofon. Das hat 200 € gekostet. Das ist genau das gleiche Set mit Mikrofon, mit einem Lavalier. Will mich die Seite verarschen? Also bei Dude mit Maske bin ich gespannt, wie er hier abschneiden wird. Ich hätte gerne mitgemacht bei der Umfrage, weil ja, mit Dude mit Maske gucken wir ja so ziemlich jedes Video an. Im Sitzen besser. Stört dich eigentlich die Maske? Auf Twitch zeigt sich Dude mit Maske ohne Maske. Panzerfahrer Karl, ich Wusstest du grüß dich, das? Bruder. Die Möchtegern-Edgy-Frage. Dude mit Maske hat sich im Stream schon mal die Fingernägel lackiert. Was hältst du davon? Ist er der wildeste Kanal YouTube Deutschlands? Wie findest du seine Themenauswahl? Und zu guter Letzt, wie findest du sein Kanaldesign? Dazu kommen natürlich wie immer die typischen Meinungsblogger-Fragen. Was findest du gut an ihm? Was findest du schlecht an ihm? Was würdest du anders machen? Deine Lieblings... Aber krass, es sind krass viele Sachen und das innerhalb von nur 8 Minuten ist auf jeden Fall stark. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich muss wirklich sagen, bei Dude mit Maske freue ich mich einfach drauf, das Video. Weil ich denke, da kann man halt auch viel zu sagen. Also zu seinem Kanal kann man, denke ich, schon einiges sagen. Videos, schlechteste Videos und natürlich, was würdest du ihm jetzt sagen? So, das war's auch schon mit den Fragen. Ohne Feedback diesmal 18 Stück. Jemand hat übrigens im Feedback gefragt, was es mit dieser Fingernagelfrage denn auf sich hat. Ich möchte ja auch nicht, möchte gern kontrovers oder so klingen, aber ich denke, die Frage könnte dennoch interessant werden. Zumindest, wenn wir dann zu den Ergebnissen kommen. Fangen wir auch direkt an. Das ist doch schon halb gelegt. Lass die Leute das vielleicht nicht so feiern. Waren Dude mit Maske. Ganze Park 25% der auf jeden. Meinungsblogger und 12,7% der Zuschauer kennen dich tatsächlich nicht. Tja, ich hoffe, das hat sich nun geändert. Okay, Aber passt. 75% der Blogger und 43% der Zuschauer schauen dich auch nicht aktiv. Also da ca. 30 Leute unseren Dude hier auch aktiv schauen und er auf Twitch auch immer ca. 30 Zuschauer hat, kann man schon so ein paar Schlüsse ziehen, oder? Denn Levi ist einer der wenigen, der die Zuschauerumfragen meinerseits immer im Stream für mich teilt, damit seine Zuschauer direkt teilnehmen können. Apropos Twitch. Gott Imperator der Überleitungen hier wieder. Wer schaut den Dude denn wo öfters? Auf Twitch oder auf YouTube? Zu keiner Überraschung schauen sich die Leute mehr auf YouTube als auf Twitch. 20% der Meinungsblogger und 15% der Zuschauer. Ja, das ist halt, also das muss ich halt sagen, ist schwierig. Ich würde halt beides sagen. Also hier steht jetzt unterschiedlich, aber hier steht nicht beides dabei. Weil ich denke, viele Leute hätten auch beides angeklickt, weil entweder Twitch oder YouTube. Aber es gibt wahrscheinlich viele Leute, die YouTube und Twitch nehmen. Wisst ihr? Also ich wäre auf jeden Fall bei YouTube und Twitch am Start. Aber ich bin auch ehrlich, manche Videos fühle ich nicht so, manche Themen interessieren mich nicht so, wie zum Beispiel dieses Modethema. Bin ich komplett raus, weil ich gebe nicht viel auf Mode. Ja, es kann schick aussehen, von mir aus kann es auch eine Markenklamotte sein. Juckt mich nicht, Hauptsache ihr kommt nicht mit der Gucci-Tasche entgegen.
weil das ist einfach nur Lost. Sich vermehrt auf Twitch als auf YouTube. Wobei 8% Zuschauer sagen, sie können es gar nicht zuordnen. Jetzt ist noch die Frage, wie findet man dich denn? Also die Meinungsblogger geben dir hier bestenfalls eine 7. Die Zuschauer sind hier wesentlich positiv. Krass. Wie gesagt, ich hab nicht mitgemacht. Ich habe nicht mitgemacht und ich weiß nicht, wer bei den Meinungsbloggern dabei war. Also das ist halt jetzt Art, Humor, Ausdrucksweise und so weiter. Ich weiß es nicht. Also es ist schwierig. Ne 2 nicht, eine 3 auch nicht in meinen Augen, ganz klar. Ich würde ihm wahrscheinlich eine 8 geben. Also die Atmos, bei mir ist irgendwie noch so das Problem, wenn ich mir seine Videos anschaue, das fühlt sich wirklich, die Atmosphäre ist halt nicht so übel einladend und herzlich. Aus was für einem Grund auch immer, aber ich finde die Atmosphäre nicht. Ob es an der Kamera liegt oder daran, dass es ziemlich kühl bei ihm aussieht, ich weiß es einfach nicht. Unterwegs. Allerdings sind die meisten Blogger natürlich trotzdem der Meinung, dass du im positiven Bereich stehst. Auch bei der Entwicklung sind nicht die meisten eher im positiven. Der Bias liegt hier auf 8 bis 10 Punkten. Was man anhand der aktuellen Entwicklung sehr gut nachvollziehen kann, dass hier so abgestimmt wurde. Die nächste Frage. Dude mit Maske sitzt bekanntlicherweise in seinen Videos in einem Stuhl. Oh, das ist spannend. Findest du Sitzen oder Stehen besser? Lässt man mal die... Okay, findet ihr Sitzen oder Stehen besser? Bei Dude mit Maske. Ich glaube tatsächlich, bei Dude mit Maske bisher finde ich Sitzen besser. Ich würde sagen, normalerweise stehen und so, aber er kann auch im Sitzen frei sprechen, was ich gut finde. Und er hat sich mal hingestellt bei KuchenTV. War es bei KuchenTV? Weil hat er sich hingestellt bei KuchenTV, wo er bei KuchenTV am Start war? Ich glaube, das hatte ich tatsächlich nicht so gefühlt. Ich habe das im Sitzen mehr gefühlt. Überwiegende Masse außen vor, die einfach sagt, dass es ihnen scheißegal ist. Dann sagen ca. 50% auf beiden Seiten, dass sie Sitzen bevorzugen. Aber mehr als das Doppelte, also einmal... Also, warte ganz kurz. Stehen, 28%, Sitzen, 14%. Also die meisten wollen es, wenn dann im Stehen und... Beziehungsweise den allermeisten ist es halt egal. Aber ich würde sagen, es zählt ja schon mehr dann die Prozentzahl hier. Ja, also im Stehen finden die meisten es besser. Okay. Aber mehr als das Doppelte, kann ich auch verstehen. 35 und einmal 28,5% ungefähr, sagen, sie würden Videos im Stehen bevorzugen. Aber so oder so sieht es bei dir besser aus als damals bei Mighty. Stört die Nutzer deine Maske? Nein, offensichtlich nicht. Nur 13 Personen. Stört mich, jetzt muss ich, stört euch die Maske? Das ist jetzt erstmal meine Frage. Eigentlich nicht, nee. Also an sich stört die mich nicht. Also eigentlich stört es mich nicht. Mir ist es halt auch absolut scheißegal. Eigentlich stört sie mich nicht. Nein. Ich hatte nie ein Problem damit. Und insgesamt stören sich an dieser. Naja, um ehrlich zu sein, macht sonst der Kanalname auch gar keinen Sinn mehr, oder? Dazu kommen wir direkt zur nächsten Frage, denn die meisten Leute wussten einfach nicht, dass Levi auf Twitch komplett ohne Maske streamt. 62% der Meinung... Ich check das nicht, ne? Also die... Das Ding ist halt, Typ Maske kündigt es ja auch oft genug an, dass er auf Twitch streamt. Und... Jeder, also man muss bloß einmal auf den Link klicken, um zu wissen, dass er da keine Maske trägt. Und auch bei, ich weiß gar nicht, ob er bei Instagram das sagt. Keine Ahnung. Also ich, verstehe ich nicht. Blogger und 47% der Zuschauer hatten einfach keine Ahnung. Tja, jetzt wissen sie Bescheid und werden dir wahrscheinlich bald die Türen, ich meine, den Stream einrennen. Nur um dein wunderschönes Gesicht zu erblicken. Schleim, Schleim. Zu der bereits erwähnten Fingernägellackierung. Tatsächlich finden das 50%... Okay. Dude mit Maske hat sich schon die Fingernägel im Stream lackiert. Wie findest du das? Zuschauer nicht. Warte. Schlecht. Also 5 Leute finden es schlecht und 9 Leute finden das... einer findet es schlecht. 5 neutral, 9 gut. Also ich bin ganz ehrlich, was das Thema angeht. Jeder kann mit seinem Körper machen, was er will. Also mich juckt das generell gar nicht. Ich bin ehrlich, mein Ding ist es nicht. Ja. Ist einfach so, ich fühle es nicht aus dem Grund, weil ich mir auch nie die Fingernägel lackiere und keine Ahnung, ich glaube, ich finde es einfach für mich einfach nicht schön. Bei ihm passt das, ist ein guter Look, so, wie gesagt, jeder kann mit seinem Körper anstellen, was er will, ich hab doch mit gar kein Problem. Den Punkt habe ich gemerkt, hättest mal ein Begründungsfeld angegeben. Ich kann mir tatsächlich auch nicht denken, warum man das per se schlecht findet. Ich meine, warum stört das einen? Bei den Meinungsblogger waren gleich viele Leute neutral wie maximal positiv. Der Bias bei den Zuschauern ist natürlich auch recht positiv. Ich persönlich sehe mich bei dieser Frage tatsächlich eher im neutralen Feld. Mich stört es nicht, mir ist es eigentlich relativ egal. Die nächste und wichtigste Frage. Sehr ist YouTube mit Maske, wie ihr behauptet, der wildesten Kanal YouTube Deutschlands? Die Masse sagt ganz klar, einstimmig natürlich, nein. Aber ein Honig ist es. Warte mal ganz kurz.
63 Antworten, 100% haben Nein gestimmt. Aber er hat ja auch bloß eine Antwortmöglichkeit ausgegeben. Dieses Schwein, jetzt checke ich es erst. Er hat ja auch einfach keine andere Antwortmöglichkeit gesetzt, außer Nein, will er mich verarschen. Wie kann man so sagen? Also das muss ich sagen, unholy für das ist ja... Danke, ihr seid die Besten. Deine Themen finden die Zuschauer im oberen Mittelfeld, während die Meinungsblogger diese allerdings eher... Wie findest du seine Themenwahl? Finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Dieses Day und Dekadent zum Beispiel, geiles Thema auf jeden Fall. Ja, kontrovers, aber geil. Stegi, geiles Thema. The Ace Family, okay, juckt mich eher weniger. Wird TikTok in Amerika gesperrt? Auch ein spannendes Thema. Wobei, The Ace Family fand ich das Video richtig gut gemacht. Real Talk hat mich sehr unterhalten. Das Video zum Real Talk finde ich immer geil. Hier, wie die Bild-Zeitung versucht, mit den Opfern von Solingen Geld zu machen, finde ich auch ein gutes Thema. Ey, kann man, finde ich wirklich, ich würde sagen, dass er bei mir bei einer 9 ist, ne, was die Themenwahl angeht. Schlecht empfinden. Aber mehr dazu gibt es vielleicht später noch bei den Meinungsblogger-Fragen. Na, Rude, danke für den Abschluss der grafischen Daten. Wie findest du sein Kanaldesign? Diese Frage pendelt sich auch ungefähr bei 7 bis 8 Punkten ein. Das ist ja gut. Ja, 7, 8 Punkte ist ja echt gut. Ja, kann man sich gar nicht beschweren. Die meisten haben sogar 8 Punkte bei den Zuschauern angeklickt. Ja, muss auch sagen, ist ein gutes Kanaldesign. Ne? Ich habe mit dem Kanaldesign habe ich auch gar kein Problem. Ist sehr schlicht gehalten, aber das ist, passt für ihn. Ein paar kleineren Ausreißern in den negativen Bereich. Aber insgesamt 8 Leute sagen, dass dieses Kanaldesign gut, Junge, richtig nice ist. So, das war's mit den Zuschauerfragen. Je nachdem, wer der nächste Kandidat ist, werde ich wieder für die Zuschauer Beschriftungsfelder einfügen. Dort könnt ihr dann wieder eigene Texte eingeben, wie damals bei der Da Vinci-Umfrage. Okay. Wen möchtet ihr als nächstes sehen? Schreibt's in die Ja, aber warum? Das Video geht ja trotzdem jetzt noch 4 Minuten länger. Hä? Check ich nicht ganz. Kommentare. Es müssen übrigens nicht nur Meinungsblogger sein. Kommen wir nun zu den Fragen, die für die Kollegen der Szene sind. Also, was finden die Blogger denn gut an Dude mit Maske? Oh, und jetzt bin ich gespannt. Ah, lol. Das waren jetzt nur Zuschauerfragen. Ja, ich bin aber auch übel lost. Spricht deutlich genug, man beachtet aber die Mund-Nasen-Bedeckung, die den Ton beeinträchtigt. Sein Kanaldesign und ich glaube sein Gender... Ja, es geht. Also den Ton beeinträchtigt das jetzt nicht so krass. Den Ton hat das damals extrem beeinträchtigt. Und zwar zu der Zeit, als er diese extreme Maske auf hatte und man ihn dadurch halt nur hallend verstanden hat. Das ist recht gut. Friedrich, warum fühlt man eigentlich Glaube an? Mir gefällt die Themenwahl und sein Humor besonders. Seine offene Art ist ein sehr sympathischer und netter Dude. Ja, im Allgemeinen sieht man dich einfach als freundlichen, netten Kollegen. Schlecht an dir finden die Meinungsblogger allerdings auch Editing, Themenwahl, Präsentation, Design und die Darlegung der Inhalte. Dieses Schwarz-Weiß-Denken. Für einen ist er persönlich zu langweilig. Der Hall ist etwas störend und die Thumbnails sind auch nicht die Yellows. Ja, das halt auch ein bisschen, ne? Genau das meine ich. Ja, es halt bei ihm halt ein bisschen. Aber wie gesagt, ey, wir sind alle Hobby-YouTuber. Wir sind jetzt, also außer, ja gut, wir können das jetzt nicht sagen. Ich meine, Just Nero ist kein Hobby-YouTuber, sage ich mal. In der Hinsicht, weil er ja schon davon lebt. In QNTV lebt davon. Aber ansonsten, ich nenne uns jetzt mal alle, die jetzt hier unter 100.000 Abonnenten haben. Wir sind alle keine Hobby-YouTuber, oder wir sind alles Hobby-YouTuber an sich erstmal. Da erwarte ich jetzt auch noch nicht, dass das Ding komplett professionell ist. From the Egg. Dann wäre die Themenwahl. Ein Kollege kann ich mit dir sympathisieren, wobei er auch einräumt, dass es seine Schuld ist und nicht deine. Und einem fällt überhaupt nichts Negatives ein. Mal, wenn das nicht Baraku ist, dann würde ich die Freundschaft sofort beenden. Ich habe vergessen, die Frage, was würdest du anders machen, aufzunehmen. Also hier ein kurzer Überblick. Maske weglassen vielleicht. Seine Attitüde ist wichtig. Außer ihr wüsste ich nichts, also würde ich nichts ändern bzw. anders machen. Alles, das ich bemängelt habe. Konkret wäre das aber viel zu lang auszuschreiben. Ich würde Videos lustiger gestalten. Ich glaube, er hat selber gesagt, dass er sich fake vorkommt, wenn er Memes und sowas einbaut. Deswegen ist es halt immer schwierig. Qualität vor Quantität, also vielleicht nur einmal im Monat was hochladen, dafür aber immer was mega krasses. Ey, fühle ich null. Also den Punkt fühle ich tatsächlich null. Ja, was mega krass ist, ich kann das schon verstehen, dass man was mega krasses haben will. Aber stell dich mal vor, das Thema interessiert dann niemanden und dann hast du einen Monat lang komplett gearbeitet für nichts. Und die Leute juckt das nicht. Ich würde visuell etwas mehr machen, etwas mehr Humor in die Themen bringen und mir etwas größere Themen raussuchen, zu denen man einfach mehr zu sagen hat und eventuell auch tatsächlich mal mit ein bisschen Recherche protzen kann. Wie Baku ein kleines Mikrofon anstecken, damit eben die Audioqualität besser ist und einen neuen Stil für die Thumbnails
weil ich die Thumbnails jetzt auch nicht so schlimm finde. Das hat wahrscheinlich Baku geschrieben, weil er möchte sich natürlich auch selber nochmal hier reinsetzen und sich selber nochmal pushen. Ach, das sind alle 6 Antworten. Ach lol, ich dachte, das war plus eine. Und ich habe mich schon gewundert, warum das hier so alles abgehackt ist. Okay, es sind alle Antworten. Okay, lol, ja lol. Zu deinem beliebtesten Video zählt unter anderem das Video zu diesen Minecraft-Fetisch-Kanälen. Zum anderen das Video über Albion, aber dazu gleich mehr. Ein hat einfach 56% Like gerade. Ja gut, da wurde, gesagt, sind halt irgendwie okay, aber nicht so krass. Aber das Video zum Beef zwischen Mighty und Alpha Kevin war ganz witzig. Na, der gute alte Beef. Mighty feiert das. Ne? Zu den unbeliebtesten Videos zählt, wer hat's gedacht? Das Albion-Video. Der Kommentar des Meinungsbloggers dazu war einfach nur Aua. Ja. Und ich schätze, er bezieht es darauf, dass Albion sich selbst ja als gar nicht als Meinungsblogger sieht. Ist schon irgendwo so ein bisschen lost, aber ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Immerhin hat er einfach die... Ja, entweder du bist halt Meinungsblogger, also entweder du sagst halt deine Meinung in Videos, du machst keine Ahnung, betreibst Recherche und sowas. Leute, dann bist du Meinungsblogger. Es ist halt einfach so, so, du sagst deine Meinung, ja, du bist Meinungsblogger. So, das ist ja für umsonst... Würde sonst nicht Meinungsblogger heißen. Dieses scheiß Wespen-Video von Teilzeitrektor geklaut. Richtiger Untermenschen-Move, wenn ihr mich fragt. Andere Videos sind zum Beispiel das zu stellen. Ah, absolut müsst, nee, ich würde, auch auf meinem Hauptkanal passt das, glaube ich, nicht mit diesen, mit diesem Subreddit, aber ihr könnt das gerne mal machen, ich würde mir das dann irgendwann mal angucken. Vielleicht ist ja geil. Weil ich für den Zuschauer war. Oder dein kurzer Modetalk, den ich selbst zum Beispiel gar nicht geschaut habe und ich bis dahin nicht wusste, dass sowas existiert auf deinem Kanal, muss ich ehrlich sagen. Bevor wir zu den Abschlussantworten kommen, möchte ich mich nur noch kurz Wurde bei allen, die mitgemacht haben, bedanken. Auch wenn es, wie gesagt, leider etwas weniger Meinungsblogger waren als sonst. Leider weiß ich nicht, warum diesmal weniger teilgenommen haben, aber ihr könnt es mir gerne schreiben, privat. Würde mich echt interessieren, ja, stimmt. Was ja, hörst du das noch verbessern kann. Also, was möchten die Meinungsblogger dem Dude mit Maske zum Abschluss sagen? Es gibt Leute, die mögen diese Art, Attitüde, wie auch immer. Ich mag sie nicht. Jedoch ist es das, was für mich deinen Kanal stark ausmacht. Genau wie deine Maske, dein Kanal-Design und so weiter. Genau an solchen Dingen solltest du nichts ändern, weil es eben Leute anspricht, welche sich dann für dich interessieren. Du schlägst einen Weg ein, den ich nur befürworten kann. Davon abgesehen, dass du mir grundsätzlich nicht sympathisch bist, bist du ein super Meinungsblogger. Gönne ich dir den Erfolg? Ist natürlich gut. Nicht. Ich bin selbst Meinungsblogger und gönne niemanden aus der Szene etwas. Ihr seid Konkurrenz, Kappa. Fühl dich, Alter. Nieder mit den großen Meinungsbloggern. Du wirkst sympathisch. Mach die Videos, die dich persönlich ausmachen, wo jeder weiß, das ist so ein richtiges Dude mit Maske-Video. Sei kreativ, hole immer das Beste heraus und fokussiere dich mehr auf den Aufwand und nicht auf die Masse. Schönes. Warte ganz kurz. Du wirkst immer, mach Videos, die dich persönlich ausmachen, wo jeder weiß, das ist so ein richtiges Dude mit Maske-Video. Sei kreativ, hol. Ey, das ist ja wirklich von der Argumentation her, könnte das wie so ein Baku sein, der das so richtig so auch nochmal so leidenschaftlich und pusherisch rüberbringt. Ehrenmann. Und nicht auf die Masse. Schön inspirational. Richtig nice Kommentar. Und natürlich zum Abschluss. Du solltest an Holy Mask leihen, der kann sie dringender gebrauchen. Das stimmt allerdings. Oh. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Teil 2 von meinem Mobbing-Video. Na dann, ihr Lieben, das war's mit der heutigen Umfrage. Wie gesagt, lasst mir gerne in den Kommentaren den nächsten YouTuber da, über den ich eine Umfrage erstellen soll. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Drückt die Glocke und den Daumen hoch, außer ihr seid Reels-Fans, dann gebt mir lieber einen Daumen. Ist ein gutes Video, aber eigentlich hätte es ein Dislike verdient, weil ich nicht gefragt wurde. Ja, und bei dem, ich muss sagen, bei Dude mit Maske hätte ich gern mal mit kritisiert, beziehungsweise ihn hops genommen. Ja, den hätte ich gefühlt einfach.